Der Abschied von Michael Ballack gestern Abend in Leipzig, das war nicht nur ein Abend mit Weltklasse, sondern auch ein Abend mit Supertoren und einer Menge Emotionen. Mehr als 40.000 Fans sagten dem Capitano Bye-bye und mittendrin im Getümmel waren auch unseren beiden dabei ab zwei Ballmädels. Ja, und die erlebten mit Michael Ballack zusammen einen unvergesslichen Abend. Die schönsten Bilder und Informationen vom Abschiedsspiel Ciao Capitano können Sie bei uns im Internet sehen auf mdr.de. Zu den aktuellen Themen. In Zwickau, da musste eine 34-jährige Mutter vor Gericht, weil sie ihre 11-jährige Tochter nicht in der weiterführenden Schule angemeldet hat. Und das ist kein Einzelfall, denn in Deutschland gilt ausnahmslos Schulpflicht. Gleich informieren wir Sie über die aktuelle Hochwasserlage in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zuvor weitere aktuelle Themen an diesem Nachmittag. Ja, und damit noch einmal zur Hochwassersituation in Mitteldeutschland. Zuerst blicken wir nach Sachsen, wo die Elbe vielerorts ihren Höhepunkt hat. In Dresden, vielen Dank. In einigen Orten in den Hochwassergebieten ist momentan Hilfe von oben notwendig. Auch die Hubschrauberstaffel der Bundespolizei aus Fuldatal versucht zu helfen, wo es nur möglich ist. Doch die Einsätze in den Krisengebieten sind oft gefährlich und klappen auch nicht immer. Die Hochwasserschäden in Mitteldeutschland und alle aktuellen Informationen zum Thema gibt es natürlich auch heute Nachmittag bei den Kollegen von hier ab 4 mit Peter Imhof. Hallo Peter. Hallo. Dankeschön, Peter. Ganz anderes Thema jetzt, Hand aufs Herz. Wer weiß denn immer ganz genau, welcher Müll in welche Tonne gehört? Das deutsche Müllentsorgungssystem ist eine Wissenschaft.